Nein, das kann ich nicht benennen. Das würde ich auch gar nicht machen. Ich finde jedes Gespräch unsagbar spannend, weil es vor allen Dingen auch individuell ist. Es kommt mir ja nicht darauf an, dass derjenige in mein Muster passt. Überhaupt nicht. Also ich habe mich genauso mit Jordan Belfort unterhalten, wie mit, wie heißt er, Reinhold Messner oder Wladimir Klitschko oder Dieter Bohlen oder Daniela Katzenberger oder völlig unterschiedliche Menschen, die alle ihre Story haben, die auch alle so ihre Art und Weise haben. Und ich find es wahnsinnig spannend einfach, wie die dann so sich ihre Welt gebaut haben und jeder auch so seine Zielgruppe hat. Interessanterweise wahre Berühmtheiten haben zwar vielleicht eine Zielgruppe mit ihrem Produkt oder so, aber sind universell bekannt. Das ist also ganz, ganz auch interessant. Es gibt so Nischenprominenz, die kennt man nur in einer Branche. Und Sportler zum Beispiel oft, ne? Also so Fitness-YouTuber und so, die können 6 Millionen Follower haben, aber wenn du auf der Straße jemanden fragst, nie gehört. Und das ist eben bei diesen Universellen wie dem Dieter Bohlen oder Arnold Schwarzenegger oder so anders, ne? Aber nee, ich hab kein Lieblingsinterview. Es gibt natürlich so das erste ganz Bedeutende mit Wladimir Klitschko, war das natürlich spannend. Oder mit so einem Reinhold Messner, so einem Überlebenden, der irgendwie überall lebend rausgekommen ist aus den lebensfeindlichen Umgebungen. Das ist natürlich schon auch spannend, ne? Das ist natürlich besonders spannend, nennen wir es mal so.